Ja, und nun habe ich noch eine Socke, das ist mir ganz unangenehm. Dann da ich mir jetzt ein bisschen leid. Ich, aus Gast, der Gerd Spiekermann, der ist noch nicht da. Ja, das ist, ja, das schiebt. Der hat für eine Stunde anrufen, er hat sich verführt. Ja, er hat nie ein Navigationsapparat. Ja. Ich weiß auch nicht, warum er den Namen hat, weil er ist also Fogen hier gewesen. Ne? Das Problem ist bloß die Frau und den Apparat, der ist noch nicht hier gewesen. Hier ist von Shantychor Lütt und Lütt Fiete! Oh, holde Kunst, ich danke dir. Du holde Kunst, ich danke dir. So, Fiete, du bist aber mal gut. So, magst du dich nicht, weil du da am Singen bist? Hast du dich mal umgekehrt, das ist doch keine Beerdigung hier. Wenn wir das Schallen lustig oben wären. Einen lustigen Abend, ja, aber das ist doch ganz. Immer, was du da am Singen bist, ne? Du hast den Kassenbericht von uns Kaninchenzoffer in Spandau. Du musst doch am Anfang, musst du erstmal das Publikum werden warm morgen. Dem muss dann werden uns die Grut kommen. Hast du nicht irgendwas, wo ein Band aufgeheilt hier, irgendwas, wo man mitsingen kann oder mitklatschen? Mitsingen? Ja. Mitklatschen? Wie das deutsche Lied geht? Ja, warum nicht? Da gibt es eine ganze Menge Lieder, wo das geht. Was denn? Hermann Löns, die Heide brennt? Nee, dat nu just nicht. Ja, wat bin ich hier? An den Nordseeküste, dat is gut. An den Nordseeküste, an Pladütschen Strand, sind die Fische in Water und selten an Land. Immer, da musst du von den Shantychor kennen, Fiete. Fiete? Warum nennst du mich immer Fiete? Und was ist das mit diesem Shantychor? Ich heet Kote und ich bin allein. Oder seh ich gut aus dem Chor? Also von Krach macht fast hinkommen, du. Sag mal, was ist denn das hier? Ist das versteckte Kamera? Entschuldigen Sie, Sie haben einen Tenor für einen klassischen Abend gebucht. Und der bin ich. Ja, und wo ist Fiete? Ja, da bin ich doch nicht. Was ist denn hier bloß los? Da mir jetzt leder. Ich wüsste so auch nicht, der Herr wieder. Fiete? Ah, nee. Kote, wen ist du denn? Na? Warum ich so komisch rede? Nein. Ja, weil Sie mich zu einem plattdeutschen Abend geschickt haben. Ach, das ist ein Versehen. Ja, und wer macht jetzt meinen Schubert-Abend? Das macht Fiete? Ach, du Brünner. Die Hebsbohr-Schubert. Das ist nicht egal. Die Leute wollen doch einen klassischen Abend. Die wollen doch Niveau. Da können sie doch nicht einfach, ich meine... Ach, bist du und hier denn? Nicht, oder was? Hier brucht ihr kein Niveau, oder was schaut da denn nun? Wo brauchst du denn hin? Was ist da denn vor dem Mors? Hör bloß auf, du. Ich weiß gar nicht, das gibt's schon gar nicht. Weil ich, der ist von der Agentur. Was? Ja, das ist Fiete. Nee, das ist Henning, das ist die Kote. Was will ich denn? Ich schalte hier Musik morgen und dann hast du höhere Schubert oder was hier. Ich weiß doch nicht. Ich bin zu laut, ne? Ja, da hab ich mal. Schön, dass du jetzt wenigstens kommen darfst. Da lieg ich an der Ole Navi da. Das hab ich halt vertellt von, dass du da nicht hast, ne? Ja, ich hab... gut versehen, Rudolfstraße ingeben und nicht Ludolfstraße. Der nächste Rudolfstod ist im Winsen an der Luhe. Hätt hier mal einen Kirdel sehen, der echt nicht mehr wieder weht. Mann, der fix und fertig ist. Die kurz davor ist, sich das Leben zu nehmen. Hättest du so was mal sehen. Wenn nicht, dann gehst du morgen früh, Glock 11, in den Supermarkt. Und da kickst du unten einen Mann, der allein in Kuppen deit. Die allein in Kuppen müht. Die das erste Mal allein in Kuppen müht. Wo kannst du solche Mannslü ankennen? Die lot Spurenachter in den Supermarkt. Und die erste Spur, das ist die Inkubswogen, die doch mitten in der Welt steigt, wo der überhaupt nicht hinhört. Und wenn du da rinkicken darfst, was süß du in? Sechserpack Bierbuddel Kognak. Nun hast du der Mann ja noch nicht gefunden. Nun kickst du in die Gänge,
In den Supermarkt gibt es doch solche Gänge. Und wenn du in den Eingang, so ob Drehviertel weg, wenn du dort so ein Jammergestalt sehen, da ist die immer. Und wenn die denn auch noch so ein Lütchen Zettel in der Hand hätte. Und wenn ob diesen Zettel obsteigt, fix für Gulasch. Den Herr J.M., den Herr J.M. Nun sitze ich hier und frage mich, was ist eigentlich schiefgelaufen? Was ist passiert? Fide, dann machst du den Tor. Das soll einen lustigen Abend werden. Die Lühe wird ein bisschen Spaß haben. Da ist keine Beerdigung hier. Was machst du? Du singst. Ach, so richtig? An so ein Open Star? Jo, schön, ja. Fehlt noch, dass sie fragt. Und? Wann hat das angefangen? Sie, wann hast du das? Gift du gegen auch Pillen? Und morgen hol ich dann bestimmt den Kind. Das singt dann auch. Kinders, was ich hier mag, das ist keine Krankheit, das ist Musik! Sag mal, dann bist du doch wohl bestimmt mit dem Spiekermann von Finkwader verwandt. Auch nicht. Aber die Schlachter. Warum erzählst du mir das? Ja, du hast auch mal gesagt, in einer von deinen Geschichten, dass dein Vater auch mal Schlachter werden ist. Jo, mein Vater, die hat sogar einen Meisterbrief, aber darum sind wir doch mit dieser Lü nicht verwandt. Hab ich mir gedacht. Er ist verkehrt gedacht. Und ganz nebenbei, die Spiekermanns von Finkwader, die schrieb sich mit CK. Und wie schrieb du es bloß mit K? Ah. Aber die ist Schlachter. Jo, aber mit CK. Schlachter mit CK? Das ist die Liebe der Matrosen. Auf die Dauer, lieber Schatz, ist ein Herz kein Ankerplatz. Es blüht an allen Küsten Rosen. Und für jeden gibt es tausendfach Ersatz. Sacramento, da Leon, blow boys, blow for California. There's plenty of gold, so I've been told, on the banks of Sacramento.